hat Otto wohl was vergessen. Ohne dich bin ich nur halb so gut. Stimmt. Papa, bist du das? Ja, ich bin's, du Trottel. Ich meine, Sohn, sei ein braver Junge und schaff mir die beiden da vom Hals. Papa, warum hast du Quark so klein gemacht? Ich habe etwas zu erledigen, Sohn, und jetzt ist es Zeit, mich um deine Spielkameraden zu kümmern. Guter Schuss, gar nicht mal so übel. Also, wo waren wir? Na, das wird ja immer besser. Papa, nimmst du mich, Huckepack? Sei vorsichtig, du hättest mich fast getroffen. Was ist denn, Kleiner? Das sind Quarks echte Eltern. Scrunch sagt, dass sie durch defekte Technomitengeräte getötet worden sind. Mann, das ist echt bitter. Sagen wir es, Borg? Ich glaube, er weiß es schon. Also werde ich wegen ihm meine richtigen Eltern nie mehr kennenlernen. Ich erkenne deine Eltern auf dem Foto. Sie waren echte Superhelden ihrer Zeit. Du kannst stolz auf sie sein. Irgendwie bezweifle ich, dass es ihm um Stolz geht. Wie konntest du so etwas Böses tun? Du kanntest die Wahrheit und hast sie benutzt, um dir zu holen, was du wolltest. Jetzt hole ich mir, was ich will. Was machst du da? Du kannst das nicht bedienen! Hältst du mich für einen Idioten? Wie wär's, wenn wir Gehirne tauschen würden? Du willst Intelligenz? Jetzt kriegst du... Das Gegenteil davon. Ich glaube, das ist keine gute Idee, Quark. Warum kommst du nicht einfach raus da und lässt dich von uns ein wenig beruhigen? Wie wär's? Ja, Quark. Überleg dir genau, was du da tust. Otto hat recht. Du hast keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Im Moment ist mir das egal. Oh nein! Was sollen wir denn jetzt mit ihm machen? Scrunch hat wohl einen neuen Verwandten bekommen. Na toll. Können wir jetzt abhauen? Ich habe in einer Stunde einen Massagetermin auf Pokitagu.